Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich mache jetzt ein neues Star Wars Faktenvideo und warum eigentlich Obi-Wan Kenobi der gutherzige Mann sein sollte. Wenn ein paar von euch glauben, also es ist nur meine Theorie, wenn ein paar von euch glauben, na gut, also damit die Theorie nicht stimmt, ja, tut mir leid. Und aber weil weil Obi-Wan sagte ja, damit jeder fühlt, damit der junge Anakin Skywalker eine Bedrohung ist, nur Qui-Gon Jinn nicht. Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das Qui-Gon Jinn. Und deswegen denke ich, fürchtete er sich, wenn Anakin wird, was auch dann geschah, zu Darth Vader, wofür Kanzler Palpatine verantwortlich war, wie wir alle im dritten Teil gesehen haben, also Episode 3. Bei Darth Maul im ersten Teil war er auch schon auch schon zornig, weil das Maul seinen Meister Qui-Gon Jinn ermordet hat. Und deswegen denke ich, Furcht führt zu Hass, Hass führt zu Wut, Wut führt zu unsäglichem Leid. Ich glaube, das war so richtig. Wenn das nicht richtig war, dann schreibt es mir unten in die Kommentare hin, wie es richtig ist. Und ja, und er war zornig wegen seinem Meister und hatte Furcht wegen Anakin. Und deswegen denke ich, sollte Obi-Wan eigentlich ein Sith sein. Aber ich finde schon, damit Obi-Wan eine große Rolle in der Republik spielt und ein guter Jedi ist, aber meiner Meinung nach hat er auch viel Böses in ihm. Also zumindest als Padawan. Und Padawan war ja schon zornig wegen seinem Meister und so. Aber ja, wer hat das nicht? Und das war's mit dem Video. Tschüss.